Okay, ihr Streifenkollege fährt Kollege dann kommt gleich mal. Mit dem Durchschlagblock. Gut, ich gehe, wir gehen auf Heli-Streife. Jo. Ich hole ihn ab. Ihr Streifenkollege ist unterwegs. Hi. Dass ich alles auch dabei habe. Guten Tag, Herr Fischer, Sir. Schönen guten Tag. Ich meine, gehen wir auf irgendwas, Streife. Den Tanz auf, irgendwas stimmt mit seiner Haut nicht, siehst du das? Ja. Sieht. Was ist mit dir passiert? Ja, keine Ahnung, Sir. Also ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Wir müssen los. Ja, hier ist gerade im Not als Info. Wir folgen aktuell ein Lamborghini vom LAC Akku Lake seit Richtung Glasbläseröde Geschwindigkeit. Ja, dann muss er sich umziehen oder können wir den so mitnehmen? Können wir so mitnehmen. Ja gut, dann alles klar, dann alles einsteigen, fahren wir Streife. Ferrari gestoppt, falls wir Hilfe brauchen, gehen wir durch FPN. Ich weiß, das könnte jetzt für Sie komisch klingen, also mein Psychologe hat gesagt, dass es sein kann, dass mein Erinnerungsvermögen nie wieder so zurückkommt, wie es wird. Aber er hat halt gemeint, weil Sie, wissen Sie, und mir ist gerade was, also im Gesicht ist mir was in den Kopf gekommen und ich wollte fragen, ob Sie vielleicht damit was anfangen können. Ich kann nämlich nichts mit anfangen. Also was ist denn Ihnen in den Kopf gekommen? Danke den Kollegen, ich wollte. Verhalten Sie mich jetzt nicht für verrückt, ne? Ja. Teil dem großen Tanzapfen. Können Sie was damit anfangen? Also am besten kein Auto fahren oder wie? Nein. Steigen Sie erstmal ein. Am besten ein. Alles weitere. Okay, gut, dann ist das vielleicht nur so ein Hirngespinst. Wir können ja während der Streife ein bisschen drüber reden. Ja, ist vielleicht nur so ein Hirngespinst. Ich weiß ja nicht. Ich kann überhaupt kein Auto fahren, bin ich ganz ehrlich. Was hat es denn mit dem Tanzapfen auf sich? Keine Ahnung, wirklich. Also, das kam mir gerade nur in den Kopf, als ich den Herrn Fischer gesehen habe. Ich dachte, kann der vielleicht aber was mit anfangen. Auch sein, dass ich einfach verrückt bin. Das sind die Nebenwirkungen. Vielleicht von haben sie noch einen so. Schock oder so. Ja, daran wird es liegen. Hast du denn, also weißt du denn, ob du in der Vergangenheit irgendwann irgendwas mit Tannenzapfen zu tun gehabt hast? Oh. Scheiße. Wissen sie nicht, oder? Warum liegt hier ein toter Officer? Ich krieg schon wieder Kopf. Passen Sie auf. Eine heiße Sache, Zeit lassen. So eine heiße Sache. Ah ja, das ist Hackermann im Bereich. Na, an was erinnern die sich denn überhaupt? CIS für die Leitstelle, komm. Also, an nicht mehr viel, also ich so. Also nicht an bestimmte Ereignisse oder so, nur so an Kleinigkeiten, so wissen sie, wo. Also die Waffenkammer habe ich jetzt noch gefunden, aber die Umkleide wusste ich jetzt zum Beispiel nicht mehr, wo sie ist. Also, was ist denn überhaupt passiert? Also, ja. Ist Ihnen aufgefallen, dass es in diesem Staat, egal wo Sie hinfahren, egal in welchem Wald Sie sich befinden, keine Tannenzapfen gibt? Keine Tannenzapfen? Das macht doch keinen Sinn, hier sind ja überall Tannen. Das ist richtig. 64 für die Gleitstelle, komm. Hat das vielleicht was mit dem großen Tannenzapfen zu tun? Was für ein großer Tannenzapfen? Was hat es mit dem großen Tannenzapfen auf sich? Was wollen Sie uns damit sagen? Hm? Hm? Ich erinnere mich gerade an ein Treffen. An ein Treffen? Was für ein Treffen? Sie hier im Not? Können Sie mal Ihren Kollegen sagen, ich muss mal meinen Funk einstellen. Welche? Der bei Ihnen am Ort. Welche Funkgruppe? 64. Ja, wird so gemacht. Danke. Tun Sie mir einen Gefallen und schicken den Herrn dann zurück zum Highway-Akku, dann müsste jemand Kollegen. Was für einen Spezialeinsatz haben wir denn eigentlich? Ja, es ist überhaupt gar kein Problem. Wir kommen gleich eben rum und liefern den Herrn dann ab. Hallo? Ja? Fischer, für Spezialeinsatz haben wir Fischer, hast du kein GPS dabei? Doch. Nee, hab ich nicht dabei. Angelegt? Okay, weil die Leitstelle denkt, ich bin mit Shiro alleine. Shiro, du musst Funk einstellen. Achso, welche Funkgruppe denn? Erzähle ich dir gleich beim Flug, muss ich selber nachgucken. Okay. Kein GPS und so, aber.
sind weg hier. Hast du das Auto offen noch? Kannst du nochmal aufmachen? Jetzt zumachen. Oh shit. Soll ich auch einsteigen? Jo. Selbstverständlich. Die Funkgruppe ist 1S, Shiro. 1S? Okay. Ja. Du darfst jetzt nicht mehr zugucken. Du verrückte Sau. 13 Monate. Und du kriegst damit auch einen random Steam Key. Irgendeinem Spiel von Steam. Viel Spaß damit. Vielen Dank für deinen Support für ein ganzes Jahr. Sub, holy shit. Vielen, Fischer, vielen Dank. Ich hab dir mal was im Kofferraum gelegt. Check. Department von Check. 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 Und schaut vom Check. 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 Oh, passen Sie fuck, auf, das ist ein ganzer Möwenschwarm. Ja, ich muss. Oh, Gott. Ich zieh mir mal lieber einen Fallschirm an, bevor wir hier noch abstürzen. Oh, ich muss noch mal eben. Ich muss eben irgendwo kurz landen. Ja. Mhm. Ich glaube, wir haben irgendwie ein Stückchen Möwe im Rotor oder so. Möwe! Eine Möwe! Im Rotor! Für den Teich, die fliegen über Land und Häuser. Es gibt heute einen Sturm. Das ist stürmisch. Oh. Oh Gott, ich glaube, ich bin verletzt. Oh, geht es? Ah. Oh. Alles aussteigen. Warte, ich bin verwundet. Ich verwende mich nicht mal ganz kurz. Oh, warte mal, lass mich mal mit überlegen. Oh, dein Bein ist nicht in Ordnung. Ja, ich verwende mich mal ganz kurz. Wie geht's dir? Aber die alles in Ordnung? Go. Fuck, wie. Warum legst du mir jetzt Kabelbinder an? Wie kam denn jetzt der Kabelbinder da dran? So, du chinesische Schmorbratenfresse. Was ist denn jetzt los? Ist hier irgendwie so ein Aufnahmeritus, weil ich jetzt wieder neu da bin? Neu? Du bist schon lange so. Da. Du weißt ganz genau. Und du weißt so viel. Du weißt einfach viel zu viel. Ich weiß gar nicht. Es könnte sein, dass du wieder was weißt. Denn? Und du hast schon Anzeichen dafür, dass dein... Habe ich denn was gemacht? Was habe ich denn gemacht? Früher oder später wirst du es selber wissen. Und es ist zu gefährlich, mit diesem Wissen einfach rumzurennen. Was? Kann ich nicht. Aber ihr müsst ich kann das nicht riskieren. Ihr wollt mich doch... Warum du so aussiehst, wenn du in den Spiegel guckst, warum sich dein Gesicht so verändert hat. Ja, denk du hast es geschafft, aus einem Feuer zu entkommen. Ja. Das wird nicht noch einmal passieren. Wollt ihr mich jetzt... Wir binden dir schön... Nee, ihr wollt mich jetzt nicht umbringen, oder? Und wir binden dir schön die Hände fest. Und wir können was aushandeln, oder? Ich verbinde seine Beine zusammen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, aus einem Feuer zu entkommen. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, dich aus einem brennenden Helikopterwrack zu retten. Du weißt es wahrscheinlich selber nicht mehr. Ich bin im Krankenhaus wieder aufgewacht. Aber irgendwie hast du es hinbekommen. Und das können wir kein zweites Mal riskieren.
Was ein Scheiß GPS, er hat kein GPS, ne? Ich hab ein GPS gerade gekauft. Abgenommen. Wow. Leute, wir sind, ich dachte, wir sind Freunde. Im Staat hier gibt es keine Tannenzapfen und du hast mit einer Organisation zu tun, die dafür verantwortlich ist. Auch wenn du dich jetzt gerade an nichts mehr erinnern kannst, ist das einfach Tatsache, dass du mit dafür verantwortlich bist. Aber keine Tannenzapfen im Staat Lakeside und in allen anderen Staaten existieren. Aber. Oh, warte. Oh Gott. Chiro, das Spiel ist vorbei. Ich kann. Ich erinnere mich noch an ein bisschen was. Ich mach ihn hinten richtig fest. Kann ich nicht einfach mit euch irgendwie erzählen? Du hast so viel Scheiße gebaut. Kann ich nicht einfach sagen, Informationen biegen oder so? Nochmal schön an die Kufen des Helikopters. Kann ich nicht. Nicht bewegen. So. Der ist festgegurtet wie sonst was. Nur weil du dich jetzt nicht dran erinnern kannst, du hast davor. Weißt wohl anscheinend nicht, was du gemacht hast, oder? Was? Noch nie überlegt, wo das ganze Geld auf deinem Konto herkommt? Profit Fischer. Ich weiß es nicht. Herr Fischer, Entschuldigung. Ich weiß doch nicht, wo es herkommt. CSI Agent. Kein Wunder, dass sie nicht beim FBI sind, so viel Korruption, wie sie hinter den Ohren haben. Diese Korruption? Ich habe gar nichts Korruption? Gemacht. Was ist denn mit ihren illegalen Geschäften, mit dem Tanzzapfen? Ich weiß auch gar nichts mehr. Sie wissen es. Jetzt gerade vielleicht nicht. Weil sie Schmurbraten beim letzten Heliabsturz rausgekrochen sind. Warte. Habt ihr mich mit dem Heli darunter gejagt, oder wie? Dieser Fehler wird uns nicht nochmal passieren. Beziehungsweise den Kollegen. Ah, mein Kopf. Na, kommen die Erinnerungen wieder? Ah. Feuer, Heli. Aus Maul und Doom und es war Nacht. Es war nachts. Ich zwar war nicht dabei, aber ich habe alles Feuer mitgekriegt. Ihr habt mich versucht zu töten, wegen den Tannenzapfen. Ja, deine Geschäfte sind hiermit vorbei. Aber ich erinnere mich wieder. Also wann was genau erinnerst du dich? Ich heiße Igarashi. Haben den Fehler gemacht im Krankenhaus. Aber ich verstehe es nicht, Herr Fischer. Warum Sie jetzt? Herr bei Osmal, verstehe ich ja noch, der liegt die Tanzer. Da gehören noch einige mehr hinter dieser Aktion, wo Sie nicht vermuten, dass Sie dazugehören. Aber ich hab doch die Organisation nicht verraten. Warum bestrafen Sie mich jetzt so, Prophet? Ihre Organisation! Ihre! Wieso meine? Sie sind doch das Oberhaupt. Nein. Ich hab doch immer Ihre Regeln befolgt. Herr Osmal, möchten Sie dazu noch was sagen? Aber selbstverständlich möchte ich dazu was sagen. Chiro! Ja, Herr Osmal. Die folgenden Worte wirst du auch im Jenseits nicht vergessen. Juckt mich nicht. Tschüss. Tschüss! Leb wohl! Fischer ist back. Oh yeah. Holy shit. Nice.
Fischer? Wir müssen die Fallschirme loswerden. Wir müssen alles los. Also die Fallschirme, ja. Wir müssen auch einen Funkspruch loswerden. Ich habe kein Funkgerät mehr. Ich habe aber noch einen Notknopf dabei. Wir sagen... Nee, wir lassen die Fallschirme hier. Wir sagen, dass wir alle drei mit dem Fallschirm gesprungen sind. Nee, die Leiche liegt noch am Wrack, ne? Die Leiche liegt am Wrack. Wir sagen, wir wollen alle mit dem Fallschirm rausspringen, weil der Heli kaputt war und er hat es nicht geschafft. Ich würde sagen, wir wurden von Kriminellen gekidnappt, die mit einem Helikopter unterwegs gewesen sind. Die haben uns hochgenommen. Die haben uns das meiste unseres Zeugs geklaut. Und dadurch, dass wir allerdings nur bedroht und nicht gefesselt gewesen sind, konnten wir uns Fallschirme schnappen und rausspringen. Bei dem Wendemanöver, uns wieder einzusammeln, ist der Helikopter leider irgendwo in einem Wald explodiert. Ja. Notknopf drücken? Notknopf drücken. 3, 2, 1, go. Schmeiß also, deine Waffe weg, es ist, die hätten uns niemals Waffen gelassen. Und warum, die haben uns mit einem Heli verfolgt, oder was sagen wir? Die haben uns mit einem Heli abgefangen, der Heli stand auf der Straße. Ja. Und, haben uns in den Heli verfrachtet. In unserem? Das weiß keiner, dass der von uns ist. War. Okay. Und das Ding brennt irgendwo aus. Bis sie den finden, ist das Ding komplett ausgebrannt. Die hatten leider die falsche Farbe an dafür. Gut, dass wir uns einen Fallschirm schnappen konnten und die uns nicht gefesselt haben. Ja, ist hier überhaupt ein Hummingbird von Rebellen ein Fallschirm mit drin? Nee. Aber in einem Orca. Ja. Oder? Ja. Das war ein blau-weißer Orca. Nee, ich glaube, im Hummingbird sind auch welche drin, in dem Rebellen-Hummingbird. Okay. Ich meine, diesmal muss er tot sein. Wir haben ihn tot. Angekettet. Wie ich rausgesprungen bin, habe ich nur noch gehört, Mutter, ich liebe dich. Ich bin mal gerade im Kopf, 2-3 Minuten. Falls sie kommen, setze mich ins Auto mit rein. Ja. Danke. Tja, liebe Freunde. Keine Waldtherapie. Es war ein düsterer Tag mal heute wieder. Die Zeiten waren eigentlich vorbei, wo wir sowas gemacht haben. Nur ich musste aufpassen, dass mein Kollege hier nicht vors Gericht kommt. Und für ihn tue ich alles. No homo. Hm.
Und dafür muss er halt sterben. Und egal, wer sonst was gegen uns macht oder gegen meinen Kollegen, wird sterben. Oh, aber ganz schön lang, um uns abzuholen, ne? Mal so. By the way. Daniel, danke. Auch wenn es ein bisschen im Rage geschrieben ist. Punkt. Danke. Punkt! Pew Pew HD, danke sehr. Vielen lieben Dank. Weißt du, was so heftig wäre, Alter? Oh mein Gott, dieses Roleplay können wir so weitermachen, so geil. Es gibt in Arma eine Mumien-Skin, ey. Wenn Shiro irgendwann so ein paar Wochen wieder auftauchen würde als Mumie. So bei uns, nachts. Und er kommt so langsam über diesen Berg gewandert. Auf uns zu. Und wir schießen auf ihn und er fällt einfach nicht um. Und in echt passiert das gar nicht in echt, sondern das ist nur in unseren Gedanken wegen schlechtem Gewissen. Wow. Der Teufel kann viele Gestalten nehmen. Nein, Shiro, lock dich einfach normal ein. Dein normaler Name, du hast einfach New Life. Alles gut, Bruder. Wir wollten das nur beenden wegen keine Beweise gegen Schlo. Lock dich ganz normal mit dem Namen ein, New Life, bla bla bla. So wie wir das auch machen, wenn wir nach einer Schießerei sterben, sind wir theoretisch ja auch RIP für immer. Brauchst keinen neuen Namen machen. Nimm deinen normalen Char wieder. Alles gut. Nenne es Side-RP und nicht Main-Story. Das ist eigentlich ein Side-RP. Ja, das ist cool. Side-RP, nicht Main-Story. Für das bitte so weiter. Spoiler, die ist jedoch nicht so stark. Ja, kann man mal irgendwann mal gucken. Real Fisher is back. Oh Mann, die Alten. Aber wir werden hier nicht abgeholt oder was? Was ist denn das? Holy shit. Wir haben noch den Notknopf gedrückt. Wir haben gewartet. An dieser Bergkette. Ich weiß, wir haben damals... Oh Mann. Damals einen Eid geschworen, für das Gesetz zu kämpfen. Doch ist eine verfickte, verzwickte Sache. Das Gesetz ist halt nicht immer auf der richtigen Seite. Du musst darauf achten, dass du keine Spuren hinterlässt. Wir haben eigentlich nur was Gutes getan für den Staat. Ich meine, dieser illegale Tabakverkauf, dieser Diebstahl von Tannenzäpfen. Das konnte halt so nicht weitergehen.
Wir haben es in die Hand genommen und uns dran gesessen. Und nun ist es vorbei. Und da hilft manchmal einfach nicht der legale Weg. Nein. Wir sind eigentlich Helden. Wir sind keine Mörder. Wir sind Helden. Wegen uns ist der illegale Tabakhandel in Lakeside nur sofort eingestellt. Aufs Maul. Ja. Doch. So können wir uns das einreden. Hallo, er hat die ganzen Tanzzäpfe benutzt. Mann, was haben wir denn für scheiß Kollegen? Ich glaube, die kommen nicht mehr. Bist du schon wieder da? Irgendwo eine Straße jetzt eigentlich. Wir sind irgendwo am Rande der Verzweiflung. Nachdem wir gelandet waren in der Wüste, latschten wir beide erstmal stundenlang durch die Wildnis. Anscheinend war unser GPS-Signal ausgefallen. Die Kollegen haben uns einfach nicht gefunden. Wir hatten Durst. Die Sonne prallte auf uns hinunter. Es waren gefühlte 50 Grad. Doch wir hielten durch. Weiter. Dann, da. Welchen Berg sind wir hier überhaupt? Oh nein! Wir müssen die Fallschirme nicht loswerden, das ist doch Bullshit. Ich hab keinen Notknopf. Welchen Notknopf? Ja, wir haben Notknöpfe da gedrückt. Die Leitstelle sieht das, dass wir da Notknöpfe gedrückt haben. Trotzdem schicken sie keinen hierher. Die Assis. Warte, ich koordiniere erstmal, wo wir sind. Die Hilfe kam! Hilfe! 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 Helfen Sie uns!
Position Lidlhorn Krieg. Hallo? Können wir los? Wir wurden gefunden! Wir wurden gefunden! Um Gottes Willen, Gott sei Dank! Wir irren seit Stunden in dieser Wildnis! Scheiße! Eure Kollegen stehen da einfach herum. Keiner täte irgendwo in Sicht. Wir konnten springen. Wir wurden hops genommen. Ja, wir sind schon gelandet. Die sind allerdings so schäl in der Birne gewesen, dass sie uns nicht gefesselt haben, sondern bedroht und gezwungen haben, unseren ganzen Stuff genommen haben. Sodass wir auf die glorreiche Idee gekommen sind, wir klauen uns einfach zwei Fallschirme und verpissen uns. Bei dem Wendemanöver hat es die irgendwo zerlegt. Ja. Und das Schlimme oder kommt. Ungefähr. Wir sind irgendwo Kilometer in diese Richtung. Stunden in der Wildnis rumgeirrt. Wir hatten nämlich nur SOS-Signal bekommen und dann kam der nächste Dispatch rein und war auch weg. Auch nicht mehr funken können und nichts. Wir haben uns halt dann gedacht, na gut, wir haben dann euer Auto am Illy-Parkplatz gefunden und haben uns halt dann gedacht, Standby, haben uns dann gedacht, na gut, dann fliegen wir halt diese ganze 85er-Linie ab, dann haben wir euch gefunden. Ja, jetzt stehen wir hier rum. Jetzt haben sie uns. Ich hab Durst. Ich hab sowas von Durst. Ich verdurste. Dann bräuchte ich sie kurz einen Ausweis. Ja, wollte ich auch mal sagen. Ob sie alt genug sind für eine Wasserflasche? Für Fass auf jeden Fall. So, hier ist meine Note. Die Kollegen wurden gefunden, die wurden gekidnappt und sind dann aber mit dem Fallschirm aus... Du hattest irgendwie eine Täterbeschreibung von den Jungs. Hier gelandet. Oder Mädels gegebenenfalls. Ach, das war gut. Das waren drei Leute. Zwei schwarz gekleidet. Drei. Zwei waren schwarz gekleidet. Wo ist eigentlich Shiro? Und die Alter... entweder ist der mit abgesprungen oder der ist noch... Oh Gott, da kommt auf einmal ein Auto hochgeballert. Drei Leute, zwei schwarz gekleidet, eine alte, also weibliche Stimme hatte die in so einem, wie heißt das? So einem blauen Sackkostüm hier. Burka? Ja, Burka. Jungs hochgenommen. Ansehnlich zu dritt? Ja. Ja, das ist uns gerade tatsächlich aufgefallen. Meine Frage gerade ist, wo ist eigentlich Shiro? Ist der mit? Wie gesagt, wie der Kollege schon sagte, beim Rausspringen wollten die anscheinend drehen und sind abgestürzt. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch welche von dem leben, beziehungsweise der Kollege. Also können wir die Bewerbung wieder aufmachen. Wegen einem Kollegen? Die sind dann abgestürzt. Warum sind die abgestürzt? Ich denke mal vom Wendemanöver. Bei dem Wendemanöver, weil die uns wieder einfangen wollten wahrscheinlich, weil die uns nicht gefesselt haben. Ja, so nach dem Motto Mann über Bord und haben halt vergessen, sie sind die Mele oder wie? Naja, die wollten umdrehen, weil Fische auch nicht rausgehüpft sind. Ja. Die waren zu doof und dann haben uns halt nicht gefesselt und wir konnten uns die Fallschirme krallen. Und wie haben euch die bekommen? Würde mich auch mal interessieren. Die haben uns hier gar nicht mehr gekriegt, die sind irgendwo im Feuer aufgegangen. Stell dir vor, irgendwie müsst ihr ja da... als Geisel genommen worden sollen. Ja, das ist richtig. Was heißt als Geisel genommen worden? Wir hatten... Freiheit, wie heißt das? Bum-Bum-Ding? AUG? Nee. Nicht AUG. Das große Holzteil. Am Kopf. Ja. Ja, aber die Fallschirme sind ja noch schön zusammengelegt. Letztelle hört. Die sind jetzt wieder zusammengelegt, weil sie wieder eingepackt haben. Wir kamen damit vom Himmel. Ach so, okay. Ja. Sehr gut. Also ihr hattet schon genug Zeit praktisch. Die haben uns gezwungen, dass wir zu unserer Helikoptergarage fahren, dass wir den Helikopter ausparken und wollten mit uns dann irgendwo hin. Wohin? Keine Ahnung. Wir sind hier mitten im Nichts ich weiß noch nicht mal, wo wir sind, weil ich keine Karte mehr habe. Die haben mir die Karte abgenommen. Ich habe keine Ahnung, ob hier irgendwas ist, ob hier irgendwas stattfinden soll. Ich weiß es nicht. Wie heißt die Waffe? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Was haben euch die alles abgenommen? Ja, so ein komischer Inder. Nein, nicht die Lee Enfield. Das Ding, womit der komische Inder immer da rumläuft. Der K?
zumindest in der Fresse. Paul? Ich hab mal was für die Herren. Nee, wurde doch schon längst richtig, dass wir die gefunden haben. Oh, GPS, danke schön. Warte mal, kann ich. Aber ich hab. Ah, doch, jetzt habe ich wieder eine Karte. Super. Wow, sehr schön. AR10! AR10! Ach, die AR10. Wollt ihr das andersweitig weitergeben? Hm. Das ist mal ein Name für mich. Homie, alles super. Alles klar, weiß ich Bescheid. Und der Kollege ist jetzt praktisch im Feuerball aufgegangen. Auf jeden Fall spannend. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Gehen wir mal von aus, aber kann ich sagen. Links, einer rechts. Ich weiß es nicht, ob es der irgendwo hingeschafft hat, ob der auch geschwungen ist, ob der auch auf die Idee kam. Ich war froh, als ich den Fallschirm in der Hand hatte und raushüpfen konnte. Auf welchen Sitzen wart ihr denn gesessen? Wir hatten geflogen. Herr Fischer oder waren Sie das? Nein, das war unser Heli. Das ist unser Heli, mit dem haben wir die erwischt. Der Heli ist nicht abgestürzt, weil wir rausgesprungen sind. Der Heli ist abgestürzt, weil der Pilot einfach behindert gewesen ist. Weil der gemerkt hat, dass wir nicht gefesselt gewesen sind und rausspringen konnten, weil wir uns die Fallschirme schnappen, hat der versucht, einen Wendemanöver hinzulegen und ist irgendwo runtergegangen. Ja, sowieso nicht mehr von hier. So. So, weil der bei uns mitkam, eben schnell. Ja. Ja, ich würde ungern hier in der Wildnis verweilen. Nicht noch mehr. Ich habe, glaube ich, vorhin schon Braunbären gesehen. Oh ja. Weil dann fliegen wir mal eben zum Land, mal, dann können sie ja nochmal rausspringen.